Wir sagen zu dem geplanten Präsidialsystem und dafür Volksabstimmung in der Türkei nein, weil wir in Europa lebende Migrantinnen und Migranten aus der Türkei dürfen auch mitwählen. So, heute versammeln wir uns heute hier, weil der türkische Präsident Binali Yıldırım plötzlich nach Oberhausen kommt, den Wahlkampf bzw. Propaganda für Erdogan heute hier zu starten. Und wir finden das erstmal Skandal, dass man in der Türkei Pressefreiheit und Meinungsfreiheit beschränkt und selber aber Wahlpropaganda in Deutschland ohne Beschränkung machen kann. Aber wir werden ihm heutigen Tag ein bisschen versuchen zu versauen, weil er ja die Menschen, die in der Türkei diese Verfassung bzw. AKP-Regierung nicht unterstützt, ständig unter Druck sitzt bzw. verhaftet und alle Repressalien und möchte hier selber sogenannte Wahlwerbung, Meinungsäußerung machen. An dem verschiedene Migrantenorganisationen beteiligt sind. Wir arbeiten deshalb mit, weil wir der Meinung sind, man muss gegen den Rechtsruck der Regierung sich zusammenschließen, gegen die Zersplitterung der klassenkämpferischen Kräfte und sich zusammenschließen für den Kampf für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Jeden erklärt, der Nein sagt, als Terrorist. Obwohl der sogenannte offizielle Prozess noch nicht begangen hat, hat er angefangen, die Menschen, die Ja-Kampagne führen und führen werden, einfach festgenommen. Darunter sind gewählte Abgeordneten, gewählte Parteienvertreter oder Vorstandsleute bzw. Vorstand bzw. Mitglieder der Massenverbände, Gewerkschaften, Berufsverbände. Zum Beispiel Anwaltskammer, Teil der Anwaltskammer wurde mitverhaftet. Das glauben die selber nicht, das wissen sie auch selber, dass selbsternannte Grund ist, das wissen sie schon eigentlich, aber sie wollen ja dadurch ihren eigenen sagen wir mal, Fehler verstecken. Das haben in vielen verschiedenen Ländern auch die anderen Volksgruppen gemacht. Später haben gesagt, wir hatten mit diesem Verbrechen nichts zu tun. Menschen auch in der Türkei, also teilweise, wissen genau, dass Erdogan Unrecht hat, aber die unterstützen ihn, weil ja Menschen einfach starke Männer im Nahen Osten gerne haben möchte. Und wir wissen, was diese starken Männer als Diktatoren später gemacht haben. Das wurde in Ägypten, in Irak, Saddam und so weiter auch so passiert. Und das wissen eigentlich Leute, aber die verleugnen momentan. Mein Name ist Kemal Kıran, ich bin von der Nein-Plattform. Das ist eine Plattform von oppositionellen Vereinen und Verbänden. Es sind über 20 Vereine und Verbände, türkische und kurdische und deutsche Vereine und Verbände, da ist vertreten. Ich komme aus Mülheim und habe mit Empörung erfahren, dass hier der türkische Ministerpräsident kommt, um Werbung zu machen für die Ein-Mann-Diktatur von Erdogan, für eine faschistische Diktatur. Ich finde das sehr empörend. Wir wollen eine Demonstration machen in erster Linie, die Leute auch darüber aufklären und wir hoffen, dass so viel wie möglich Menschen kommen. Man darf das natürlich nicht unterschätzen, das war bei den Nazis genauso, dass sie bestimmte soziale Reformen durchgeführt haben, um die Menschen für sich einzunehmen. Und Erdogan, die profitiert natürlich in gewisser Weise von einem Wirtschaftsaufschwung, den es vor kurzer Zeit gegeben hat, der aber auch zu Ende geht. So, daher sehen das viele nicht, was sich da tatsächlich dahinter verbirgt. Aber ich denke, der Widerstand wächst in der Türkei. Da sieht man auch jetzt, dass auch AKP-Anhänger allmählich unzufrieden sind und ihm den Rücken kehren. Also man muss da zuversichtlich sein und ich glaube, das kann man auch sein. Es geht um die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei. Im Übrigen geht es aber auch darum, dass wir dagegen protestieren, dass hier in Deutschland türkische Demokraten und Revolutionäre verurteilt werden. Obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben, außer einer Organisation anzugehören, die als Terrororganisation bezeichnet wird. Und da werden Informationen direkt aus Ankara geliefert. Also am Donnerstag ist wieder ein türkischer Antifaschist und Revolutionär zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Ich sage das extra, weil ich bin von Beruf auch Rechtsanwalt und ich finde das sehr empörend, dass die Bundesregierung das mitträgt. Mein Name ist Frank Stierlein, ich bin von Beruf Rechtsanwalt und ich gehöre zur
MLPD, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Ich bin in Nögen, bin hier geboren, groß geworden. Ich bin spontan hier für die Freiheit der Frauen, für die Demokratie, für meine Familie in der Türkei, Cousins und Cousinen, die derzeit sehr, sehr eingeschränkt sind in der Türkei und überlegen, wie deren Leben weitergeht. Ich verstehe das nicht. Manchmal denke ich, ich muss ehrlich sein, die sind dumm. Ich frage mich auch, warum leben sie denn hier, wenn sie denn so sehr für die Politik in der Türkei sind? Ich bin selber Türkin, Kurdin und ich würde dann in das Land gehen, für den ich auch stehe und wähle und dann nicht hier leben. Mein Name ist Bektaş Biçici, ich bin 41 Jahre alt und bin gebürtiger Oberhausener. Ich bin hier bei dieser Veranstaltung bzw. bei dieser Kundgebung aus Protest eben gegen die Wahlkampagne vom Ministerpräsidenten Yildirim hier in Oberhausen, weil Oberhausen schon immer eine Stadt war, die für Multikulti berühmt ist, beziehungsweise wo auch viele Organisationen, die sozial eingestellt sind, auch gut vernetzt sind. Und dementsprechend ist das einfach eine Bürgerpflicht, hier zu sein und gegen alle Diktatoren auf der Welt, letztendlich in dem Fall ist das dann eben das AKP-Regime, gegenzuhalten, allein schon durch Anwesenheit und körperliche, friedliche Widerstand eben halt. Ja. Also letztendlich, wenn man politisch einfach normal aktiv ist, man muss, wenn ich Anhänger einer etablierten Partei in Deutschland bin, bin ich nicht gleichzeitig Terrorist. Das bedeutet, wenn ich jetzt sachlich bleibe und sachliche Kritik ausübe gegenüber gewissen Regimen, muss ich nicht Terrorist sein. Also man darf nicht vergessen, dass letztendlich gewisse Führer, in Anführungsstrichen, vor 15 Jahren selber inhaftiert waren. Und ich gehe auch nicht mit den Gedanken dahin und sage, dass ein Oberbürgermeister von Istanbul, der damals inhaftiert war, ein potenzieller Krimineller ist. So gehe ich nicht an die Sache ran. Er ist jetzt momentan gewählter Staatspräsident. Ob ich Respekt habe oder nicht, das ist meine persönliche Meinung. Und wir sind friedliches Volk. Ich bin Alevit, wir sind für Frieden letztendlich und wenn andere Leute mit Gewalt und Vorurteilen gegenüber anderen Menschen auftreten, ist das deren persönliche Lebenseinstellung und damit müssen die in Frieden oder in Missfrieden dann leben. Das ist nicht meine Sache. Also ich kann folgendes Beispiel dazu bringen. Vor 10 Jahren bin ich zum türkischen Generalkonsulat hingefahren nach Essen und habe dann gesagt, ich möchte meinen türkischen Pass abgeben, obwohl ich vor 2000 eingebürgert worden bin. Dann habe ich gesagt, nein, müssen Sie nicht. Meine ich, aber was passiert denn in 10 Jahren, wenn irgendeine neue Regierung kommt und sich dagegen auflehnt und beziehungsweise mir Probleme damit bereitet? Können Sie mir eine Garantie geben? Ich habe nichts gegen den Staat. Dann haben die mir gesagt, nee, wir können da keine Garantie geben. Dann habe ich gesagt, dann tut es mir furchtbar leid, aber ich lasse mich ausbürgern. Heute, nach 10 Jahren, hat sich das bewahrheitet, dass ich recht hatte, weil wenn ich in der Türkei irgendeine Meinung vertreten würde, die gegen die türkische Regierung sein würde, würde ich jetzt wieder Yücel verhaftet werden, aus dem Grund, weil ich auch gleichzeitig türkischer Staatsbürger bin und dann würde die deutsche Seite mich nicht mehr schützen können. Also habe ich vor 10 Jahren ein gesundes Misstrauen gehabt und darum sollte man immer ein gesundes Misstrauen gegenüber gewissen Apparaten haben und nicht später rumjammern zu sagen, ich möchte nur die Vorteile von einem System haben und die Nachteile, die jetzt mir widerfahren, da bin ich jetzt total überrannt und ich heule jetzt damit nur rum. Also, ich laufe damit gut und ich muss nicht unbedingt jetzt in die Türkei reisen. Meine Devisen kann ich auch nach Spanien oder woanders hinbringen. Halt, ne? Und vielleicht in 2 Jahren bin ich wieder da in der Türkei. Und wenn man mich dann aufnimmt als Tourist, als deutscher Staatsbürger, bin ich immer gerne bereit, meinen Nachbarn und hier die Verena, die meine sehr gute Nachbarin ist, die nehme ich dann auch gerne mit im Hotel und bringe die dann da vorbei und zeige dann, wie schön die Türkei ist. Das hat mit Oberhausen nichts zu tun. Das hat mit der deutschen und der europäischen Integration und Demokratie zu tun. Das ist höchst undemokratisch, was sich hier abspielt. Die Türken müssen das zu Hause regeln. Und ich befürchte, dass die Türken, die hier gegen diese Türkenauftritte sind, dass sie zu Hause ganz große Probleme kriegen und möglicherweise ihren Urlaub da nie wieder verbringen dürfen. Hätte nicht stattfinden sollen. Ob unsere Politiker das auch in der Türkei machen, wenn wir jetzt unsere Wahlen haben für die paar Leute, die in Alanya leben, für die Deutschen, Fragezeichen. Demokratie ist gut, aber nicht hier auf unserem Gebiet. Ich bin hier auf der Demonstration, um gegen die Einführung der Diktatur in der Türkei zu demonstrieren. Heute ist ja der Ministerpräsident der Türkei auch hier und wirbt für die Diktatur, für die Todesstrafe und dass das Parlament in der Türkei entmachtet wird und die Minister eigentlich
machtlos gemacht werden und die Justiz in die Hände von Tayyip Erdogan kommen soll. Für all das wirbt er heute in Oberhausen und da wollen wir gegen unsere Stimme erheben. Wir wollen für die Demokratie demonstrieren. Wir wollen für die Gewaltenteilung demonstrieren, dass nicht alle Gewalt, alle Macht in die Hände von Tayyip Erdogan gelangt. Deswegen sind wir hier. Ja, ich denke, dass das viel auch die türkischen Medien da eine wichtige Rolle einnehmen. In der Türkei sind die Medien gleichgeschaltet. Da sind über 200 Sender, die von morgens bis abends Propaganda für die Partei von Erdogan, für den Erdogan machen, wo die Opposition keine Stimme hat. Die ganzen Zeitungen in der Türkei von morgens bis abends alle Oppositionellen als Terroristen darstellen. Ja, und Gehirnwäsche pur ist in der Türkei und die Anhänger von Erdogan dieser Gehirnwäsche glauben und dieser Gehirnwäsche unterzogen sind und alle Oppositionellen als Terroristen darstellen, als Juden darstellen, als Armenier darstellen, was sie als Beleidigung sehen. Und das akzeptieren wir nicht, deswegen sind wir hier. Wir natürlich hier, die hier anwesend Sympathien mit der HDP haben. Und HDP ist die Partei in der Türkei, die die europäischen Werte vertritt, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau vertritt im türkischen Parlament, die sich für die Gewaltenteilung in der Türkei einsetzt und dass die Demokratie in der Türkei stärken will. Auf dem Plakat, was ich trage, steht ja, dass wir die Freiheit der HDP-Vorsitzenden fordern und die Freiheit der Abgeordneten, die im Gefängnis sind, fordern. Die Freiheit der Bürgermeister fordern, die alle im Gefängnis sind. Die Freiheit der Journalisten, der Wissenschaftler, die in türkischen Gefängnissen sind. Also die Freiheit für die fordern wir und deswegen sind wir hier. Obwohl sie in den Gefängnissen sind, ne, sagen sie, unser Kampf für Demokratie und für Freiheit und für Frieden geht in den Gefängnissen weiter. Wir lassen uns nicht von der Diktatur Erdogans einschüchtern. Und den Selahattin Demirtas, der Vorsitzende der HDP, der hat immer ein Lächeln im Gesicht, wenn man ihn besucht. Und er lässt sich davon nicht einschüchtern. Aber bis auf die Verwandtenbesuche darf er auch keine Besuche von europäischen Politikern, Bundestagsabgeordneten, aus Deutschland, von der Linkspartei zum Beispiel, dürfen ihn auch nicht besuchen. Also bis auf die Verwandtenbesuche sind sie sehr isoliert, aber sie geben auch nicht auf und lassen sich nicht einschüchtern, die HDP-Abgeordneten. Also ich bin hier, weil im Moment die Situation in der Türkei sehr schlimm ist mit den ganzen verhafteten Journalisten und Politikern und auch normalen Leuten. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ich gegen diese Regierung bin und alles, was da mit zusammenhängt, da stattfindet. Die Stimmung ist sehr polarisiert, also so wie in der Türkei eigentlich. Viele wagen nicht, etwas dagegen zu machen, weil sie Angst haben, auch bespitzelt zu werden.